Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Familien brauchen Unterstützung. Das gilt immer, aber in der Corona-Krise gilt es natürlich in ganz besonderer Weise. Und ich muss leider sagen, dass die Bundesregierung es in dieser schwierigen Situation an dringend notwendiger Unterstützung für viele Kinder und Familien vermissen lässt. Wir beschließen milliardenschwere Pakete hier im Bundestag, und das ist auch gut so. Aber gerade weil so viel möglich ist, frage ich mich, wie kann es sein, dass gerade Kinder und Familien zu wenig in den Blick genommen werden? Wir Grüne, wir wollen das ändern. Selbstverständlich werden wir dem Gesetzentwurf zustimmen, den wir heute beraten. Es ist richtig, dass werdende Eltern aufgrund von Kurzarbeit keine finanziellen Nachteile erleiden sollen. Aber dieser Gesetzentwurf kann eben nur ein Baustein sein, so wie auch der Notkinderzuschlag nur ein Baustein sein kann. Sie sind gerade keine Antworten auf die Familien, die Probleme, die die Familien zurzeit in der Breite haben. Und sie sind keine Antwort auf die Probleme, die die ärmsten Familien haben. Und wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie auch für diese Familien und ihre Probleme Antworten gibt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will zwei unserer Vorschläge besonders hervorheben. Wir schlagen einen Krisenzuschlag von 60 Euro für Kinder und Jugendliche im SGB II vor. Hartz IV reicht sowieso nicht zum Leben, und diese Situation hat sich in der Krise noch mal verschärft, beispielsweise weil oft das kostenlose Mittagessen in Kita und Schule entfällt. Die Regelsatzerhöhung, die kann flott und unbürokratisch passieren, und sie hilft eben armen Familien unmittelbar, und deshalb fordern wir das auch unmittelbar ein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir schlagen ein Corona-Elterngeld vor, weil die Betreuungsfrage für viele Familien in der Breite eine absolute Herkulesaufgabe darstellt. Kitas und Schulen bleiben vielerorts auf nicht absehbare Zeit zu. Die Großeltern können nicht einspringen, Babysitter dürfen nicht kommen, die Eltern sind auf sich gestellt. Und klar ist, Kleinkinder betreuen, mit der großen Matte im Homeschooling machen, eine Videokonferenz im Homeoffice teilnehmen, das kann man vielleicht mal ein paar Tage machen. Aber diese paar Tage dauern schon viel zu lange, liebe Kolleginnen und Kollegen. Viele Eltern sind in dieser Situation überfordert. Die Herausforderung ist zu groß. Jeder anderen würde das auch so gehen. Und deshalb brauchen wir ein Recht auf Arbeitszeitreduzierung in Kombination mit einer Lohnersatzleistung für den Zeitraum, in dem die Kinder nicht in die Schule oder in die Kita können. Wir müssen jetzt den Druck aus den Familien nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist nicht nur wichtig für die Eltern, sondern insbesondere für die Kinder, deren Rechte durch Schul- und Kitaschließungen und Kontaktsperren zu anderen viel stärker eingeschränkt sind, als, glaube ich, vielen Erwachsenen tatsächlich bewusst ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir lesen gerade viel, was die Krise mit den Kindern macht. Wir können ihnen leider ihren gewohnten Alltag nicht so schnell zurückgeben, aber wir können das, was den Stress in den Familien ausmacht, das können wir reduzieren und damit das Leben der Kinder besser machen. Das sollten wir tun. Und deshalb bitte ich, dass gerade die Kolleginnen und Kollegen von den Regierungsfraktionen sich noch mal unserem Vorschlag mit dem Corona-Elterngeld annähern. Ich habe hier Bereitschaft gehört von vielen, die schon gesprochen haben, aus den Regierungsfraktionen in den nächsten Wochen und in den nächsten Tagen und Wochen auch noch mal nachzulegen. Ich finde, ein Corona-Elterngeld ist jetzt genau die richtige Antwort. Wir schlagen das vor, und wir sind gerne bereit, konstruktiv mit Ihnen darüber zu beraten, wie das im Detail auch aussehen kann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner in der Debatte ist für die Fraktion der SPD der Kollege Stefan Schwarz.